Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mich wieder begleitet auf einen neuen Fotovlog. Ja, das Kind im Manne ist heute das Thema wieder. Ja, ich habe ja schon mal ein Video gebracht hier von am alten Bahngleis oder am alten Bahnhof. Ja, was eigentlich mehr Aufnahmen vom Bahngleis waren. Ich bin wieder unterwegs, ja, wie das Kind im Manne. Hier unten, also man sieht hier hinter mir, ist ein Weg, das ist früher die ehemalige Bahnlinie von einer Werksbahn, die ging hier durch, das ist jetzt ein Radweg. Und genau hier unter mir ist diese alte stillgelegte Trasse, wo ich schon mal ein Video gemacht habe. Und das ist wieder mein Begehren heute. Aber hier hinten ist dann ja wirklich noch ein richtiger Bahnhof, der aber auch alles verlassen ist. Auch die Gleise, also alles wieder stillgelegt. Dort herrscht kein Bahnbetrieb mehr. Nur noch, ja, ab und zu, ganz, ganz selten, werden dort alte Waggons abgestellt. Andere werden wieder weggezogen. Und das ist heute mein Begehren, dort wieder zu fotografieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ich sage auch jetzt wieder von vornherein gleich viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Und ja, man sieht es hier eigentlich hier in den Bäumen hier ringsherum in den Bäumen. Eigentlich ist jetzt das richtige Herbstlaub, Herbst verfärbt. Der Weg hier bedeckt mit geilen, ja, mit den Blättern hier, wenn das hier jetzt mal ein bisschen Sonnenlicht reinkommen würde, würde das alles leuchten und strahlen. Darauf habe ich eigentlich auch gehofft. Ja, einfach mal gucken, ob heute noch ein Sonnenstrahl hier durchkommt. Aber wie gesagt, erstmal viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern und wir hören uns. Ja, meine Lieben, die Kohlenerna läuft immer hier durch. Die ist hier vom Nachbarort. Ja. Ist eine teils erblindete Frau, auch schon sehr alt. Die durfte ich mal ablichten. Und sie hat hier so ein, ja, einen gelben Umhang sich hier so um die Hüften gebunden. Und die ist mal hier durchgelaufen. Bildchen habe ich mir mitgenommen. Natürlich nicht einfach die gute Frau hier abgelichtet und führe die dann hier vor, sondern ich habe sie mal gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Wenn sie hier den Weg hier so entlang läuft, ich drehe ich mal rum. Jetzt ist er natürlich verschwunden. Ist auch nicht die langsamste. Also es war ein Stück weiter hinten, die lief dann hier den Weg hier runter. Und ja, dieses Herbstlaub, ja, das jetzt nicht so richtig zur Geltung kommt. Aber hier in diesem Abschnitt habe ich die mal fotografiert. Und ich würde erst mal sagen, von vorne weg zur Einstimmung. Ein kleines Bild von der Kohlenerna. viel Spaß damit. Ja, meine Lieben, am Ort meiner Begierde angekommen. Man sieht hier hinten diesen Bahnhof, aber im Gegenzug, ja, das Wetter sehr bescheiden. Und ich hoffe einfach drauf, dass noch so ein bisschen das Licht hier oder die Wolken aufreißen,
ist eigentlich angesagt vom Wetterbericht, aber ja, kann sich nur um Stunden handeln. Und ja, so ein bisschen Mutti-Stimmung kommt vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe mir hier mal zwei Bilder mitgenommen, oder eher gesagt drei. Und die stelle ich euch mal ganz kurz vor. Ja, die erste Perspektive ist genau wie hier eigentlich. Ein bisschen höher. Na, so ungefähr wie hier. Na. Ja, dass hier die Waggons hier schön drin sind, von rechts nach links, sind hier durchfließen. Dann der Himmel ist natürlich wieder Wahnsinn. Dramatisch. Das wäre meine erste Komposition. Aber ja, gerade hat mal so ein kleines bisschen das Licht durchgeleuchtet. Und ja, kleines bisschen das Licht hier durchgeleuchtet habe ich mir natürlich mitgenommen. Und blende ich euch dann ein. Oder ich blende es jetzt mal ein hier. Viel Spaß mit dem Bild. Und dann zur nächsten Komposition. Die nächste Komposition genau hinter mir. Ich drehe euch mal auf diese Seite. Einfach mal rudimentär wieder. Ja, einmal hier diese Perspektive hier habe ich mir ausgewählt. Also auch wieder hier so ein dramatischer Himmel drin. Und dann hier unten ja, dieses Gleis, wo die Waggons. Ich will jetzt nicht drin mit dem Finger rummachen, weil dann tut die Belichtung wieder nicht stimmen. Also von links nach rechts, das rechts, dieser Tannenbaum hier. Ich hoffe, man sieht sie auf dem Pocket. Irgendwo muss hier ein Tannenbaum sein, rechts, ja, hier kommt er. Dass der noch so leicht, mein rechter Bildrand ist und der linke Bildrand dann hier unten, ja, einer von den Waggons mal schauen. Auch jetzt gerade so ein bisschen das Licht hier reingekommen. Und ja, würde ich auch gleich sagen, meine Lieben, hier ist das Bildchen. Ja, dann die nächste Kombo, auch alles hier gleiche Stelle von hier oben. Ich drehe euch wieder rum. Ja, würde dann wie hier aussehen, dass hier noch so ein bisschen der Vordergrund drauf ist, das Gras. Und hinten, ja, diese alten verrosteten Waggons. An dem einen hier hinten drin ist wieder so Graffiti drin.
Dann hier ganz links ist hier so ein Verrosteter drin. Den möchte ich auch mit drin haben. Und so ein bisschen Gras vom Vordergrund. Und vom Himmel muss natürlich auch noch ein bisschen drin sein. Ja, wenn jetzt das Licht stimmen würde, wäre hinten der Wald, der verfärbt sich hier. Also der ist schon in seinem Herbstkleid. Das käme dann auch nicht schlecht. Aber ja, man kann natürlich nicht alles haben. Aber ich spekuliere drauf, wie gesagt, spekuliere immer noch drauf, dass ja, das Ganze hier mal aufreißt und dann so ein schönes Licht dann hier reinkommt. Aber erstmal auch mit diesem Bild. Viel Spaß. Ja, da möchte ich auch wieder so ein bisschen Details fotografieren. Und ja, kameramäßig bin ich dabei wieder heute mit meiner Canon R. Ich habe hier einmal das 15 bis 30 Tamron drauf für die Weitwinkel. Dann habe ich noch mein 24-105 dabei für Detailaufnahmen. Apropos Details, hinter mir habe ich mal zwei so Komposition gefunden, stelle ich euch mal vor, die ich übrigens jetzt nicht mit dem 24-105 und irgendwas gemacht habe, sondern die habe ich hier mit dem 15 bis 30 gemacht, bin auf Blende 8, weil ich ja ein bisschen Schärfebereich haben will und nicht nur so ein kleines Frotzeltchen. Ja, ich stelle es euch mal auf dem Pocket vor, das Ganze. Ja, die eine Perspektive wäre hier diese Hebel. Die habe ich mir mitgenommen und gleich daneben sieht man hier diese, ja, diese Drehräder. Jetzt kommt natürlich mal ein bisschen Licht raus, wo wir die Bilder gemacht haben. Also die Teile hier habe ich mir auch mitgenommen und ja, ich weiß noch nicht, wie, ob ich das jetzt hier in Schwarz-Weiß mache oder eins Schwarz-Weiß, eins Farbe. Schauen wir mal. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, hier sind wieder die Bilder, die Bildchen. Ja, Halleluja, die Sonne zeigt sich. Hier hinten ist zwar noch alles schwarz, aber hier hinten für Sekunden kommt die Sonne hier immer raus. Ja, da muss man schussbereit sein. Ich habe mir auch mal ein Motiv mitgenommen, genau hinter mir, was mich hier wieder fasziniert. Ja, ist dieser Gegensatz von diesen Waggons hier. Der eine hier hinter mir, der weiße, ja, auch schon ja, die besten Tage vorbei, hat so einen eigenen Charme. Und dann genau daneben hier dieser komplett verrostete Waggon, dieser Gegensatz von diesen beiden. Dann hier dieser Wahnsinnshimmel, der hier oben drin ist. Also passt eigentlich jetzt. Und immer so ein bisschen, ich habe immer abgewartet, bis die Sonne immer hier so durchkommt.
Also man muss geduldig sein, nicht einfach knack, knack, klack, klack, klack und weiter und sich damit einfach zufrieden geben. Man muss sich für die Fotografie einfach Zeit lassen. Ja, man sieht es jetzt wieder, jetzt kommt die Sonne wieder durch und sofort ändert sich wieder diese Stimmung. Denn unten ist dieses schöne Licht drin und oben dieser schwarze Himmel. Dieser Kontrast schon, dann von dem Waggon zu dem Waggon der Kontrast. Also finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, mal schauen, wie ich mir das Bild hier zurechtschneide. Vielleicht mache ich hier ein 16:9 draus. Ja, Wahnsinn, ne? Mit Sonne, ohne Sonne, das ist so ein himmelweiter Unterschied. Und jetzt noch dieses sanfte Morgenlicht noch. Ja gut, das Morgen ist es nicht mehr, jetzt ist schon 11 Uhr. Hat ja nur geregnet heute früh. Ich verliere mich schon wieder. Meine Lieben, hier ist das Bild. Ja, wieder eine schöne Komposition eigentlich gefunden, die so richtig in die Tiefe hinein reicht. Ich stelle es euch wieder auf der Kamera vor. Ja, das wäre mein Bildausschnitt, den ich mir gewählt habe. So schön dieser Waggon, na, der hier, der so schön nach hinten reinläuft. Dramatischer Himmel. Ja, jetzt ist wieder natürlich gerade das Gegenteil eingekehrt. Jetzt ist hinten der Berg beleuchtet, das Laub so schön und die Waggons hier im Dunkeln. Gerade bei mir war der Berg hinten im Dunkeln und die Waggons schön beleuchtet. Aber, ja, nun gut, Knut. Ich würde einfach sagen, ja, ich würde einfach sagen, hier ist das Bild. Ja, auch hier nochmal zwei spannende Kompositionen gefunden. Einmal in die Richtung hier von dem Waggon. Die Kamera einfach auf dem Waggon hier oben drauf gestellt und mal ausgelöst. Dann in die andere Richtung. Das Problem ist einfach, dass das Licht nur sekündlich hier reinkommt. Und ja. Na gut, ich drehe euch mal rum, die andere Perspektive wäre dann diese hier, aber oben vom Waggon aus. Und da kam das Licht auch noch so richtig schön rein. Und ja, diese beiden Perspektiven habe ich mir natürlich mitgenommen. Aber jetzt, man sieht es, ist wieder grau in grau. Aber hier sind die Bildchen. Thank you.
ja, nächster Spot hier gefunden. Und na, jetzt fängt es auch noch das Regnen an. Ich nehme an, dass ich das Ganze dann hier abbreche. Wieder einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Gestern habe ich ja abgebrochen. Heute bin ich wieder früh unterwegs, um das zu vollenden, was ich gestern eigentlich noch machen wollte. Gestern dann strömender Regen, abgebrochen. Jetzt sieht man hier top Wetter. Und ja, lasst uns gleich loslegen. Ich habe hier schon das erste Motiv gefunden. Also ich war auch noch mal hinten, wie soll ich das erklären, wo ich gestern angefangen habe, habe ich mir auch noch mal ein Foto mitgenommen von der Draufsicht auf den Bahnhof. Ja, bei diesen Bedingungen, gestern war es ja erst grau, dann habe ich, wie ich heimgelaufen bin, noch mal ein Foto gemacht mit einer Langzeitbelichtung, habe ich eingeblendet. Ja, ich weiß nicht, wo ich das Bild dann einblende, vielleicht am Schluss irgendwie. Also bleibt einfach dran, aber lasst uns hier loslegen. Sieht man das wieder hier? Weil hier hinten stehen ja wieder diese Waggons. Oben ist dieser geniale Himmel und hier unten ist eine Wasserpfütze, also Wasserpfütze, eine Wasserpfütze. Ja, und ihr wisst schon, was ich meine. Wasserpfütze bedeutet Spiegelung. Und ich stelle euch das Motiv mal vor. So wie ich mir das gedacht habe. Bis gleich. Ja, also die
Ja, also die Kamera bodennah und dann hier drauf, guckt euch das mal an hier. Ja, ich muss mich mal ein bisschen stellen. Also ich bin dann weitwinkliger unterwegs, aber man sieht die Spiegelung, die schöne Spiegelung hier drin. Mit diesen genialen Wolken, die hier drin sind, die spiegeln sich von hier oben. Na? Hier, wenn man jetzt hier hochgeht, sind diese Wolken. Und die spiegeln sich dann hier unten im Wasser drin. Dann die Eisenbahnwaggons, die Spiegelung, die Lampe, die Spiegelung. Ja, Spiegelung über Spiegelung. Und ich würde einfach sagen, hier ist das Bild. Ja, meine Lieben, nächster Spot. Ich drehe euch mit der Kamera wieder rum. Ja, das Ganze soll dann aussehen wie hier. Hier drüben, also hier unten wieder die Waggons. Dann hier hüben läuft, hier hängt so ein schöner roter Laub hier runter. Und das kriegt jetzt so richtig schön die Morgensonne. Einziger Nachteil an dieser Komposition ist, also ich bin dann ein bisschen mehr reingegrobt, ich glaube auf 30 mm, aber ich habe dann hier voll meinen Schatten hier drin. Den will ich natürlich nicht drin haben und den tue ich mir dann oder muss ich mir dann wegreduzieren. Und ich würde einfach wieder sagen, hier ist das Bild. Ja, meine Lieben, nächstes Motiv. Hört man mich überhaupt? Ja, das Mikro ist an. Eine Location, also was heißt eine Location? Ein Standort, zwei Bildchen, ein Traum heute. Dieses Licht magisch für magische Bilder. Ja, ich stelle es euch mal wieder auf der Kamera vor, gleich hintereinander weg. Und ja, ich stelle es euch vor. Ja, der eine Bildausschnitt ist wie hier. Also ich habe hier mal 2405 mal drauf gemacht und habe hier natürlich ein bisschen reingezoomt. Einmal ja, weiter hinten, hier hören die Waggons ja irgendwo auf. Ich sehe auf dem Pocket natürlich wieder überhaupt nichts. Hier, und ja, dass den hinteren Teil vom Bahnhof mit der Berg hier hinten so schön drin ist. Dann dieser schöne strukturierte Himmel. Hier unten ist so Herbstlaub drin, kommt ganz gut. Also das habe ich mir mal reingezoomt auf 105 mm mitgenommen und dann, ich weiß gar nicht mehr, dass die Waggons hier unten noch ein bisschen mit drin sind. Ja, das Bild habe ich mir mitgenommen und dann gleich von hier einen Augenblick. Ja, ich stehe hier auf so einer Brücke, man sieht es jetzt hier, glaube ich, im Hintergrund und genau unter mir laufen ja die Bahngleise rum. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das hier auf dem Pocket hier überhaupt drauf krieg. Also ich drehe mal rum. Ja, müsste hier funktionieren. Und dann senkrecht hier runter fotografiert, dass die Brücke hier, das alles nicht drauf ist, sondern nur der Gleis hier so mittig gestellt, dass ich genau in der Mitte von dem Gleis hier bin. Und dann hier runter gezoomt, ich glaube wieder 105 mm, weil dieses, wenn jetzt hier so rüber geht, irgendwie dieses rote Laub. Das ist auch hier so in den Schienen hier drin. Ich glaube, das kommt auch ganz gut. Ja, gehen wir mal wieder hoch. Und ja, das Bild habe ich mir auch mitgenommen. Blende ich euch jetzt die beiden Bilder oder vielleicht drei Bilder. Blende ich euch ein. Viel Spaß damit. Thank you.
Ja, meine Lieben, hier vorne waren dann ja noch mal so zwei, ja, von der Brücke aus hat man es gesehen, so im Herbstlaub, so ein Farn oder was das ist, also ebenfalls verfärbte Blätter, habe ich mir ebenfalls mal mitgenommen. Und ja, auch hierfür oder auch hiermit, oder was heißt hiermit, hier sind die Bilder. Ja, dann die nächste Location genau hinter euch. Ich drehe einfach mal wieder rum. Aber jetzt ist das Licht irgendwie weg. Das wäre hier drin. Dann diese Perspektive. Ich habe mir verschiedene Perspektiven mitgenommen. Und ja, einmal die Waggons hier mit diesen gelben Blumen, die hier noch sind. Ja, jetzt kommt das Licht wieder, aber hier hinten ist auch schon wieder schwarz. Also ganz kompliziert wieder heute. Also dieses Bild habe ich mir auch mal mitgenommen und bin dann einfach mal weiter rübergelaufen oder erstmal viel Spaß mit dem Bildchen. Das soll es wieder gewesen sein von meinem Ausflug an den verlassenen Bahnhof. Ist wieder ein längeres Video geworden. Ja, man kann hier einfach nicht hier vorbeischlendern, drei Fotos machen. Das funktioniert hier nicht. Man muss sich Zeit nehmen zum Fotografieren. Man muss das hier genießen. Von dieser Location hier, da geht so ein richtiger alter Charme, so ein altes Flair aus. Und man könnte sich hier dort fotografieren. Man könnte hier stundenlang fotografieren, man kann hier in die Details hier noch mehr gehen von diesen Pfosten hier mit dieser alten Patina. Also es ist Wahnsinn hier zu fotografieren. Ja, ist wie es ist, ist halt wieder, ja, ich komme einfach nicht unter 20 Minuten, meistens ja, zwischen 25 und 35 Minuten. Ich glaube, das Teil ist eh wieder um die 35 Minuten lang. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hat wieder Riesenspaß gemacht, wie immer. Riesenspaß gemacht, dass ihr mich begleitet habt. Und ja, ich hoffe, die Bilder gefallen, das Video gefällt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wieder einschaltet, mich begleitet. Thank you.